Ich habe viele Auf und Abs schon überstanden und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich glaube auch, dass aus so einem Tief man dann viel stärker rauskommt. Und das ist auch diese Phase, die ich jetzt habe, wo ich jetzt auch alles versuche zu verbessern und auch vielleicht anders mit umzugehen, vielleicht mehr sich auf mich zu konzentrieren und dann auf dem Platz wieder diese Motivation zu haben, diese Leidenschaft und diesen Kampfgeist, den ich auch in dem letzten Jahr gezeigt habe, wieder zu zeigen. Ich muss auch sagen, dass vielleicht diese Niederlage nicht so schön war, aber vielleicht auch nochmal so ein Wake-up-Call für mich, wo ich weiß, okay, ich weiß, was ich tun muss. Und auch diese Zeit jetzt vor Paris, wo ich ein bisschen mehr Zeit hatte, auch zu Hause zu sein, mir auch zu überlegen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, was ist meine Motivation, diese Leidenschaft wieder zu finden. Das habe ich gefunden. Paris ist jetzt, wie jeder weiß, vielleicht nicht mein Lieblingsturnier, mein Lieblingsbelag. Deshalb ist es vielleicht auch gut, dass gerade jetzt Paris vor der Tür steht.